Minuten pro Person, macht zusammen 8. Kriegen Sie hin. Ab jetzt. Macht zusammen 8. Schön, Sie zu sehen, schön, euch zu sehen hier auf der Straße in Berlin. Und als erstes will ich eine von den 4 Minuten vielleicht auf das verwenden, was viele von euch in den letzten Wochen und Monaten auch beschäftigt hat, mich auch und gerade heute. Das Lager in Moria ist abgebrannt. Und so krass, wie wir hier diskutieren, wie es uns hier geht, so klar muss sein, wir stehen an der Seite der Geflüchteten, wir stehen an der Seite, die unter verdammt beschissenen Hygienebedingungen über Jahre, über Monate ausgeharrt haben in Moria, die jetzt obdachlos sind. Und deswegen einen herzlichen Gruß an all diejenigen, die dort jetzt es sehr, sehr viel schwerer haben als wir. Einen herzlichen Gruß von euch und von uns. Wir werden alles dafür tun, dass diese Leute in Sicherheit kommen und nicht in Obdachlosigkeit leben. Und ich sag auch Danke, dass ich in den letzten Wochen, obwohl es der Veranstaltungsbranche so schlecht, so beschissen geht, sich viele gerade dafür eingesetzt haben. Los für Lesbos ist nur ein solches Beispiel. 185 Tage sind es jetzt. 185 Tage, in denen keine normalen Veranstaltungen stattgefunden haben. 185 Tage, in denen Existenzangst herrschte, in denen Hoffnung herrschte, in denen ganz viel Kreativität übrigens auch herrschte. Vielen Dank für all die Ideen, die Sie hatten, die ihr hattet, es trotzdem möglich zu machen, vom Autokino angefangen, über die Möglichkeiten, irgendwie Indoor mit ganz viel Lüftung Veranstaltungen zu machen, Konzerte durchzuführen. Danke dafür, aber das ist kein Regelbetrieb, das ist nicht normal, das hat sich nicht gerechnet, das hat sich nicht gelohnt. Trotzdem habt ihr daran gearbeitet, es zu tun, es zu machen, und deswegen ganz herzlichen Dank für eure Kreativität. Und zugleich, wir brauchen Veranstaltungen, wir brauchen die Leute, die Kultur ermöglichen. Da geht es nicht nur um die Künstlerinnen und Künstler, die wir irgendwie mit Namen kennen. Da geht es um die Tontechnikerinnen, es geht um die Messebauer. Es geht um all diejenigen, die Backstage da sind, auch heute hier gerade wieder. Es geht um eine ganze Branche, die im letzten Jahr 130 Milliarden Euro erwirtschaftet hat. Und wenn ich mir das anschaue, dann sage ich, hallo, es geht nicht nur darum, dass irgendwie Gipfel für die Autoindustrie im Kanzleramt stattfinden andauernd, sondern die Kulturwirtschaft, die Veranstaltungsbranche, das macht unser Leben aus, das hält uns zusammen. Und ohne euch sind wir keine Gesellschaft, die auf Zusammenhalt überhaupt noch stellen kann, sind wir keine Gesellschaft, in der wir gemeinsam leben können. Und deswegen, es ist Wirtschaft, aber es ist eben auch Kultur, es ist Leben, es ist das, was uns ausmacht. Und deswegen brauchen wir euch so dringend. Und dann geht's sehr konkret um das, was ihr braucht, um diese Zeit zu überstehen. Ich bin dankbar für jedes Hygienekonzept und ich finde, man muss machen, was möglich ist und nicht verhindern, was vielleicht möglich gewesen wäre. Das Zweite, wir brauchen nicht nur eine Absicherung für Technik, für Räume, sondern wir brauchen auch ein echtes Existenzgeld, einen Unternehmerinnenlohn. So wie selbstverständlich die Kurzarbeit gezahlt wird, muss es doch auch für Selbstständige, für Solo-Selbstständige klar sein, dass es nicht nur um die Technik und die Räume geht, sondern auch um das, wovon sie tatsächlich leben, ihre Miete bezahlen und ihr Essen. Und dafür muss gesorgt werden. Und dass 130 Milliarden zur Verfügung stehen, aber für die Branche noch nicht mal richtig ein einstelliger Milliardenbetrag abgerufen worden ist, das zeigt mir, diese Programme funktionieren nicht. Wir haben heute jetzt hier sehr viele Versprechen gehört darüber, wie Bürokratie abgebaut werden soll. Ich sage Ihnen zu, ich sage euch zu, wir werden jeden Tag drängeln. Wir haben mit vielen von euch geredet in den letzten Monaten. Wir werden jeden Tag drängeln, damit das Geld auch tatsächlich ankommt. Es steht euch nämlich zu und es steht euch nicht nur das zu, was jetzt irgendwie im Haushalt steht, sondern es geht darum, diese Zeit gemeinsam zu bewältigen, diese Zeit gemeinsam zu überstehen. Denn wir wollen auch im nächsten Jahr und im übernächsten Jahr noch Konzerte erleben. Wir wollen Firmenjubiläen erleben, wir wollen Messen erleben. Ohne alles das können wir in unserer demokratischen Gesellschaft diese Zeit nicht vernünftig überstehen. Und deswegen danke, dass ihr hier seid. Danke, dass ihr laut seid. Wir wollen es nicht still haben. Ja, es ist Alarmstufe Rot. Deswegen habe ich heute Morgen diese Jacke aus dem Schrank genommen. Es ist Alarmstufe Rot. Solidarität mit euch und für uns der Job, dafür zu sorgen, dass es euch weitergibt. Vielen Dank.
Danke, Katrin. Ich bin Georg, ich bin aus Berlin, aus dem Parlament und bin dort clubpolitischer Sprecher, aber ich gehe auch gerne in Clubs, weil Clubs sind ein Grund für mich, warum diese Stadt so lebenswert ist. Und ich weiß, hinter den Clubs, da steht nicht nur ein DJ, da steht ein ganzes Team, da stehen verdammt viele Leute und alle die, und da wundert sich Moni Grütters vielleicht noch, weil sie den roten Teppich vor dem Club sucht, aber auch Clubkultur ist Kultur und gehört geschützt. Wir kämpfen in Berlin für die Kultur und es ist vor allem ein Kampf um Räume. Das Gewerbemietrecht auf Bundesebene existiert quasi nicht. Es ist Wildwestkapitalismus, die Preise steigen immer weiter. Das muss ich euch nicht sagen. Und wir haben jetzt gesagt, jetzt kommt noch Corona dazu, wir setzen in Berlin einen Schwerpunkt und versuchen, die Orte, die Kultur- und Kreativorte zu retten. Und wir haben ein Soforthilfeprogramm aufgelegt und geben da Geld. Und es ist noch nicht perfekt, aber wir sind uns einig in Berlin. Dieses Programm wird bis zum Ende der Krise für die Veranstaltungsbranche, für die Clubs weiterlaufen und wir werden es ständig nachbessern, weil niemand von uns weiß, wann und wie diese Pandemie zu Ende geht. Und auch die Bundesregierung ist sehr gut berufen, endlich mal zu sagen, ja, hier haben wir einen Fehler gemacht und ja, wir müssen vielleicht auch mal nachsteuern. Und es geht um die vielen, vielen Solo-Selbstständigen. Da haben wir in Berlin ein Programm aufgesetzt mit 5.000 Euro, das ging sofort raus. Und das Bundesfinanzministerium ärgert sich und disst jetzt unsere Wirtschaftssenatorin, hetzt ihr irgendwie die Steuerprüfung auf dem Hals und sagt, ihr habt das Geld zu schnell rausgehauen in Berlin. Dabei sind gerade mal von den 100 Millionen 0,8% in Verdacht falsch ausgezahlt zu werden. Gleichzeitig haben 20 Millionen Euro wurden zurückgezahlt von Menschen, die gesagt haben, danke, aber ich komme vielleicht auch so über die Runden. Was muss man denn mehr zeigen, um zu zeigen, Menschen in Not, die denken nicht darüber nach, wie sie den Staat bescheißen. Menschen in Not versuchen irgendwie über die Runden zu kommen. Und deshalb braucht es unkomplizierte Hilfe von der Bundesregierung. Und noch eine Sache. Es ist schön, dass wir jetzt hier alle parteiübergreifend stehen. Das hilft aber nichts, wenn morgen die Minister wieder an den Werkstoren stehen bei VW und Lufthansa und so tun, als wären das die einzigen Jobs, die zählen. Die Luftfahrtbranche, die Automobilindustrie wird mit Milliarden gerettet, während sie meine Zukunft verzocken und ihr steht im Regen. Das geht so nicht. Genau wie sich Kultur immer weiter wandelt, wandelt sich auch die Arbeitswelt. Die Arbeitswelt wird prekärer, risikoreicher. Sie beruht auf Selbstständigkeit und auf Leuten wie euch, die sagen, ich will mir meinen Traum selber verwirklichen. Und die Arbeitswelt von heute hat echt Besseres verdient, als von der Bundesregierung gesagt zu bekommen, hallo, jetzt bitte alle schön beim Amt hinten anstellen, das Sparbuch der Kinder bringt ihr bitte noch mit zum Check, eure Träume könnt ihr aber bitte zu Hause lassen. So nicht. Vielen Dank. Sie hat ein bisschen länger gemacht. Sie hat eine Minute überzogen. Alles gut, hat ja wunderbar geklappt. Am Ende noch kurz die entscheidende Frage. Was machen Sie persönlich, konkret jetzt für die Branche? Also erster Punkt, ihr seid nicht arbeitslos und deswegen ist euer Weg nicht zum Arbeits- oder Sozialamt, sondern es muss einen Unternehmerinnenlohn geben und der muss auch direkt ausgezahlt werden. Es muss Direkthilfen geben, klar, selbstverständlich und das Ganze unbürokratisch und schnell und selbstverständlich. Und dafür setzen Sie sich auf jeden Fall persönlich ein? Und dafür setze ich mich ganz persönlich ein und zwar nicht erst ab heute, sondern schon die ganzen Monate. Sehr gut, und Sie schießen sich an. Perfekt, dann herzlichen Dank, wir sagen danke, Katrin Göring-Eckardt. Und Georg Kössler.